ich bin Benjamin Brugger. Ich bin hier stellvertretender Geschäftsführer für die Michhof GmbH. Wir haben aktuell etwa 220 Milchkühe hier an dem Standort. Aber seit diesem Jahr sind wir offiziell Highcare-Betrieb. Ja, Benjamin setzt hier das komplette Highcare-Konzept mit uns um. Also wir betreuen ihn in den Bereichen optimale Versorgung, was zum Beispiel die Klauengesundheit oder die Eutergesundheit bedeutet, aber auch die Transitphase Fruchtbarkeit. Außerdem schauen wir auf eine keimarme Lebensumgebung, das heißt von Eintritt in den Stall mit der persönlichen Hygiene angefangen, Umziehen in der Hygieneschleuse, Hände waschen und desinfizieren. Haben wir verschiedene Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle für die Funktionsbereiche, beispielsweise im Klauenpflegestand, dass wir da schauen, jedes Mal nach dem Klauenschneiden diesen vernünftig zu reinigen und zu desinfizieren. Außerdem als letzter großer Punkt die beschichteten Oberflächen. Wir sorgen dafür, dass alle Oberflächen in den Funktionsbereichen porenfrei sind, dass die Keime und Bakterien sich eben nicht im Beton festsetzen können und diese gut zu reinigen sind. Wir haben 2019 unseren neuen Milchviehstall bezogen und hatten da natürlich schon eine gute Voraussetzung mit den einzelnen Komponenten wie Futtergangbeschichtung und Hygieneschleuse, und das ganze Milchmanagement ist dann natürlich automatisch schon auf dem hohen Stand gewesen, auf dem modernen Stand. Was wir im Zuge von diesem Highcare-Konzept eben einsetzen, nicht erst mit dem Eintritt in Highcare, sondern schon als Komponente vorher auf dem Betrieb hatten, ist Wet Feed als Säurestabilität, als Stabilisierung der TMR, um einfach hier prophylaktisch das Futter ganzjährig hygienisch zu halten. Wir haben früh, als wir hier eingezogen sind, das Hoof-Clean-Konzept integriert, weil das einfach automatisiert ist und 365 Tage mal 24 einfach präsent ist und die Klauengesundheit hochhält. Zusätzlich zum Auto-Hoof-Clean-Konzept, um die Klauengesundheit aufrechtzuerhalten, ist natürlich entscheidend, dass man schnell reagiert. Und da ist es entscheidend, dass man den Klauenstand, den wir hier von Klaus haben, so gut integriert, dass man das auch schnell erledigen kann. Wir haben jetzt diese 220 Tiere, die wir haben, die haben sich jetzt gefunden mit den Umgebungen, mit dem neuen Stall. Aber man hat jetzt dann festgestellt bzw. Zu schätzen gelernt, was es bedeutet, prophylaktisch zu agieren, vor dem Ball zu sein. Und das möchte man dann nicht wieder nachlassen, sondern man überlegt sich, okay, wie können wir das konkretisieren, um das Niveau, das man hat, vielleicht auch noch auf ein nächstes Level zu heben, aber zumindest den Stand zu halten.